hier nochmal zurückspulen und dann machen wir ein bisschen Dauertest. Aber ich bin ja froh, dass er überhaupt schon mal läuft. Das ist ja schon ganz viel. Ton ist noch nicht. Meintest du gerade, ist Ton oder ist Ton? Ton. Okay. Ein bisschen kommt. Dann machen wir währenddessen nämlich Daumenstick fertig, aber ich lasse den jetzt erstmal hier. Ich gehe davon aus, dass er auch in der vorletzten Vorstellung nochmal durchhält. Nochmal durchhält und ja. Übrigens hat Rainer Brinkmann eine schöne Mitteilung gemacht. Der kommt leider nicht. Kommt nicht, das ist schade, aber er hat uns per Botschaft eine Mail geschickt. Muss ich noch eben gucken. Er muss erstmal aufmachen, das geht ja alles nicht so schnell. Ja, kein Fach. Ich bin nämlich schon gefragt, ob Rainer kommt. Nee, Rainer kommt nicht. Fahrzeug. Das ist halt, ne? Fahrzeug. Wieso geht das jetzt nicht auf, wenn ich das hier aufmache? So, Klaus Willmanns, der Kontrabass, allerletzte Vorstellungen. Und Rainer Brinkmann, unser Regisseur, schreibt. Hast du das reingeschrieben mit 717? Das ist 717 Vorstellungen. Ja, ich habe 740, glaube ich, reingeschrieben, weil ich es nicht genau wusste, aber es ist egal. Ja. Es wird die 717. Ja. Das ist eine unglaubliche Anzahl an Vorstellungen. Wird sie von irgendeinem Stück in immer gleicher Besetzung übertroffen? Toll, dass du so einen langen Atem hattest und immer wieder mit Lust und Energie den Bassisten und das Konzert gespielt hast. Ich bin stolz auf unsere Zusammenarbeit in dieser Inszenierung und ich danke dir und Silvia für das weltweite Verbreiten dieser Arbeit. Schade, dass ich zum krönenden Abschluss nicht dabei sein kann. Alles Gute, Rob. Und ich habe ihm eben geschrieben, danke, mein lieber Chef, und ohne dich hätte unser Leben nicht diese fantastische Wendung ergeben und ich müsste wohl noch immer mit Thelonious Monk oder so Konzerte geben. Bin aufgeregt vor der letzten. Chucky. Ja, schade, dass er nicht kommt. Ja, ist schade. Aber so ist das. Na gut. Gut. Dann muss ich dann eben halt die Regisseurin geben. Ja, genau. Wie das so ist mit der Assistent. Fein. Gut. Puff. Nee, weil die Stadt baut halt eine Bühne rein, ne? Und die kann man ja nicht kurzfristig auf- und abbauen, dann innerhalb von 2 Stunden. Weil Daumenstick. Aber die Bühne könnte ja einfach ein bisschen größer sein. Ja, dann kriegen wir damit Daumenstick auch raufpasst. Ja, dann kriegen wir aber die Kontrabassbestuhlung nicht rein. Es kommt noch ein Requisit. Für uns? Ja.
Ist sie sicher? Ja, Hermes ist gerade vorgefahren. Und jetzt hoffe ich, dass ein weiteres Requisit kommt. Yeah, yeah, yeah. Kommst du uns? Ja. Ich bin ja mal sehr gespannt. Das ist ja noch eine Überraschung, was da kommt. Hoffentlich. Geht der jetzt hier nach hinten? Muss mal gerne. Danke. Tschüss. Danke auch. Tschüss. Yeah. Wo ist es? Da ist es. Na, wunderbar. Oh. Die machen wir dann nachher mal auf. Aus Holz. In der Scheune lagern ist im Winter wirklich Mist, weil sich das Holz, das verzieht sich dermaßen. Dann gab es in New York jemanden, auch einen Bassisten, der wollte das spielen, das hat uns der Verlag erzählt und das wurde dann nichts. Und ich meine aber, dass es jetzt mittlerweile einen Polen, glaube ich, gibt, der auf Polnisch, also der auch Bassist ist und der das Stück spielt. Und sonst gab es über mehrere Jahrzehnte nur Klaus weltweit, der als Kontrabassist das gespielt hat. Ich meine, man kommt ja auch nicht darauf, nur dass es jetzt so viel geworden ist, liegt einfach daran, dass Klaus das in den ersten Jahren hat das viel gespielt und dann nach und nach einfach nur noch ein paar Mal im Jahr. Das ist dann immer wieder neu, immer wieder frisch. Also weil dieses, glaube ich, 700 Mal das so abzurocken nacheinander, das wäre wahrscheinlich wirklich schrecklich. Und was wir aber eben halt sowieso machen, wir werden zum Beispiel jetzt übermorgen die 135. Aufführung von Daumistik spielen. Das ist auch, das machen Stadttheater überhaupt nicht, dass sie eine Inszenierung so lange aufrechterhalten. Wir müssen das im Grunde genommen machen, weil wir einfach mit einer Inszenierung Geld erwirtschaften müssen. Und wir haben vom Schneewittchen die 171. gespielt. Also es ist 700 machen wir sonst nicht, aber wir spielen unsere Stücke schon häufig. Muss man mal so sagen. Hier lasse ich den noch weiter laufen und jetzt packe ich noch drüben weiter Daumstick ein. Und wenn Daumstick fertig ist, dann holen wir den Rest zusammen, weil da weiß ich noch nicht, wie ich das in den Ring reinkriege. Ich glaube, es ist so ein bisschen nicht die Angst, aber eine Idee, ihn nicht ausschleichen zu lassen, sondern ihn tatsächlich zu beenden, um damit auch einen richtigen Schnitt zu setzen, dass der Kühlschrank zusammenbricht oder das dritte Thomann-Gerät auch nicht mehr will oder ich weiß es nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Immer anstrengend, irgendwie so dieses Einpacken, Losfahren, den Stress zu haben. Was haben wir alles vergessen? Hoffentlich nichts. Ja, vor allen Dingen, wenn wir zwei oder drei Stücke offen hinten dabei haben, dann ist die Gefahr, dass man irgendwas Kleines, Wesentliches vergisst, relativ groß. Ja, und dann noch die Besonderheit, dass es jetzt die letzten Aufführungen sind, also dass da so viele Leute uns erwarten, die wir kennen und so. Das war alles aufregend. Jetzt ist ganz ruhig.
ganz ruhig und gelassen. Freue mich über dieses wunderbare Wetter und die gute Fahrt bisher. Ganz ruhig und unaufgeregt, ohne Stress, gemütlich. Mit euch, das macht Spaß, es lenkt ein bisschen ab. Ich denke auch absichtlich nicht an heute Abend, verdränge das alles ein bisschen, weil ich weiß, es wird in irgendeiner Weise stattfinden und bin sehr im Jetzt. Und ich glaube sogar, dass ich mir jetzt ein Butterbrot schmiere. Was ist das für ein komisches Auto? Mit einem Kran. Kran. Eingefallen zum Kontrabass, zu dieser, nicht nur zu der Inszenierung, sondern zu der Vorlage, die Patrick Süskind geschrieben hat. Ich habe da gestern gesagt, dass auch ein Grund, warum jetzt mal Schluss ist mit dem Kontrabass, ein Grund ist eben auch, dass es halt wirklich einfach mittlerweile eine Klamotte ist, ein altes Stück ist. Und mir ist dann aber noch mal was eingefallen, was quasi genau das Gegenteil bedeutet. Und zwar gibt es ein paar Dinge im Kontrabass, die finde ich sowas von aktuell, was jetzt gerade dieser Kontrabassspieler, der hat ja eigentlich zwei Themen in seinem Stück. Und zwar das eine ist, dass er die ganze Zeit sich abarbeitet an den Hierarchien im Theater. Und das andere ist seine unerfüllte Liebe zu Sarah. Das sind die beiden Hauptthemen in dem Stück. Also mich beschäftigt das sehr, weil ich auch mal an einem Theater kurze Zeit fest war. Und eigentlich ist das für eine Quereinsteigerin, wie soll man das sagen, das ist sowas wie der Ritterschlag. Es ist wunderbar, dann endlich an einem festen Haus zu sein. Und dann habe ich nach zwei Spielzeiten, nicht mal ganz zwei Spielzeiten dort wieder gekündigt, weil ich mit den Hierarchien am Theater nicht fertig geworden bin. Und ich habe es für mich immer so, wie sagt man das, interpretiert oder mir das auch immer selber so erklärt, warum ich jetzt da aufgehört habe. Ja, ich bin eben nicht fähig, in autoritären Strukturen und in Hierarchien zu arbeiten. Um einfach mal eine Lanze fürs freie Theater zu brechen. Ich finde, wenn wir Kunst machen, dann sollten wir sehr, sehr stark dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, dass wir frei arbeiten können. Also auch an Häusern, auch in Strukturen. Wenn die Kunst nicht eine gewisse Form von Freiheit wirklich hat, dann kann sie auch nicht andauernd irgendwie Gesellschaft anprangern und Strukturen hinterfragen in ihren Stücken. Aber in diesem Betrieb läuft es genauso. Die kleinen Lichter haben nichts zu melden und so weiter. Also insofern gibt es etwas im Kontrabass, das finde ich total aktuell. Dann kaufe ich erstmal einen Parkschein. Gut. Das mit dem Nudelsalat mache ich dann. Hier, okay, da ist der Saxophon-Spieler. Saxophon-Spieler haben sie im Koffer mit der Saxophon, ne? Ja. Und in dem Koffer gibt es noch eine kleine Klappe, wo die Mundstücke reinkommen und die Blättchen, die man dafür braucht, ne? Mhm. Aber es passt auch noch eine Zahnbürste und eine Unterhose rein. Peter ist nur mit Saxophonkoffer verreist. Mehr hat er nicht gehabt. Ja, aber das ist irgendwie, diese Familie Willmanns ist auch nicht repräsentativ. Ja, aber was meine so anderen beiden Brüder haben, glaube ich, tatsächlich was mit. Ja. Hier am Park, da sind wir untergebracht. Heute Abend gehen wir schon hier hängen. Ja, ja, ja. Ja. Aber mit Sonne, guck mal. Das erste, was ich in Hotelzimmern mache, ist die Gardine weg, weil ich kann Gardinen
nicht ausstehen. Ich habe da kein Gen für Gardinen. Das ist immer so schade, dass wir so wenig Zeit in den Hotelzimmern haben, dass man nichts ausnutzen kann. Dann hat man hier so ein riesen Badezimmer, ne? Riesengroß. Und ist die ganze Zeit unterwegs. Nicht so gut. Aber schön mit Sonne, ne? Und guck dir mal den großen Fernseher. Das sollte ausreichen. Ich guck die rechte Seite und du guckst die linke Seite. Ich guck auf jeden Fall gleich. Das reicht doch vollkommen. Schön. Wie war denn dieses Mal gelandet? Das ist jetzt eine ganz andere Ecke. So, auf Arbeit. Ach so. Ab zum Dienst. Brauchen wir noch was? Wie bitte? Was brauchst du noch? Ich will noch eine Jacke drückt. Ne? Jacke ist gut. Das ist kalt draußen. Richtig kalt. Ups. Ja, 4,6. Was? Okay. So wenig? Ja, das ist ja ganz normal. Wir gehen jetzt zur Arbeit. Ich bringe extra Schüsslersalz. Ja, den nehme ich auch gleich. Keine. Ich habe es übernommen, das mit der Aufregung jetzt. Ja? Ja. Das, also man kann das übernehmen für jemand anderen, dann muss der sich nicht so aufregen. Das ist gut. Aber das ist auch so ganz typisch, dass das immer so in Wellen kommt. Ja. Also zwischendurch ist man ganz ruhig und dann plötzlich wieder... Das ist ganz komisch, geht immer hin und her. Nicht wahr? Ja. Hier, das bin ich. Stell dich jetzt nicht bei Jugend positioniert, sondern ein weiter. Hier. Das bist du? Das bin ich hier. Entschuldigung, ist der Falsche. Wir gehen einen weiter. Ich glaube, das ist richtig, ne? Freitag ist heute, 20 Uhr, das sind wir richtig. Das ist gut. Immer gut, ne, wenn man nochmal überprüft. Ja, fahren wir zur richtigen Zeit. Dann fahren wir hin. Es ist mir erst einmal passiert, dass ich den falschen Termin hatte und falsch gekommen bin. Das ist dir passiert? Ja, einen Tag zu spät. Das ist tatsächlich passiert. Tournee unterwegs, ich war ganz alleine, Silvia war nicht dabei. Und ich hatte für mich einen freien Tag eingetragen und habe meine Cousine besucht in Bamberg. Und wie das so ist, ich checke hier vorher die Veranstalter immer noch mal, ob alles klar ist. Und dann rufe ich morgens da an. Ja, wieder dann wir heute Abend, alles klar. Und da hörte ich nur ein Schweigen am Telefon auf der anderen Seite. Da sagte ich Hallo. Dann sagte die Person, ach, du bist derjenige, der gestern nicht gekommen ist. War ausverkauft. Sagte ich, wie? Ja, gestern war Vorstellung. Ich dachte heute. Nö. Ja. Kann passieren. Ja, und seitdem fahre ich nämlich immer in die Städte rein. Und guck, ob irgendwo ein Plakat steht. Ob ich am richtigen Zeitpunkt, ne? Genau, ob es der richtige Tag ist und so. Da kann man das immer noch mal überprüfen. Da bin ich immer sehr froh, ein Plakat irgendwo zu entdecken. Ja, und vor allem, dass das Richtige draufsteht. Ja. So. Es ist schon ein Techniker da und der steht natürlich genau da, wo wir hin müssen. Wie letztes Mal auch. Das ist doof. Stellen Sie, die wissen doch, dass das Theater... Ach so, der hat uns Platz gelassen. Ich wollte sagen, Sie wissen doch eigentlich immer, dass das Theater dann anreißt und auch Platz braucht. Aber haben wir ja. Ich habe es gesagt. Was haben wir denn da? Das ist Catering. Alles für uns. Meine Fresse, es gibt heute Abend. Das ist was eben anderes, ne? Hoffentlich haben Sie gelesen, dass das Stück ohne Pause ist. Das sollte wahrscheinlich eine Pause machen. Nee. Zwangspause. Nix da. Angekommen. Schöne Fahrt gehabt. 4 Minuten. Hier schön. Voll in der Zeit. Voll in der Zeit. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Weil es nämlich jetzt so, und Maxi ist auch dabei, der macht einen Dokumentarfilm darüber. Schön. Denn bei euch gibt es die vorletzte Vorstellung von diesem Stück. Die 716. Und morgen die 729 Jahre, wo ich das spiele. Wo sie letztes Mal erzählt hatten. Ja. Nach 29 Jahren spiele ich das vorletzte Mal hier. Morgen fahren wir nach Sulingen, das ist da irgendwo bei Bremen, und spielen das allerletzte Mal. Und dann ist Schicht. Aber wisst ihr warum? Warum?
Die Schminke ist alle. Ja, doch. Die ist auch schon ein bisschen ranzig. Nein, die ist alle. Was soll man denn da machen? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe damals. Das war gut gerade. Aber doch. Der Jonas, der glaubt so was nicht. Das war sie aber zu schwer. Ich sag nochmal Hallo. Hallo. Martin. Jonas. Jonas, wir haben uns ja gesehen irgendwie vor 6 Wochen. Ja, 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 genau. Aber ich vergesse die Namen dann. Ja, ja, man sieht sich ja nur alle paar Jahre ja, mal. Ja, genau. Wir waren ja auch zwischendurch mal in Süddeutschland und dann waren wir mal in Bremen. Und wir sind immer hier. Der eigentliche Grund, warum er es nicht mehr spielt, guckt euch mal die Requisite an. Ist ganz neu, ja. Ist in 29 Jahren nie überarbeitet. Und war damals schon in Leihgabe vom Schrottplatz in Oldenburg. Ist echt ohne Scheiß. Ich finde, es sieht echt so aus, als wenn es nicht mehr lange durchhält. Ist ein Retro. Museumsfall. Hi, Hasen oben. Tag. Hi. Moin. Moin. Hi. Wieder. Hallo. Wieder. Hi. Hi. So einen kleinen, gemischten Salat mit Essig und Öl. So einen Beilagensalat halt. Ja, das ist so gut. Ja? So. Was kriegst du dann? Okay. Weißt du Bescheid, ne? Große Pizza Margherita, kleinen Salat ist gehüllt. Jo, alles klar, bis gleich, ciao. So, kommt. Ja, supi. Haben wir das auch geklärt? Dann ist ja das Hauptsache schon geklärt. Ja klar, ne? So, was muss so, noch rein? Was muss noch rein? Ja, dann ist hier noch. Eben, wie gesagt, Jonas. Oh. Das ist es ja schon von hier, ne? Das wär's schon. Tschüss. Bei dir? Was ist das Problem? Das ist kompliziert, kann ich so nicht erläutern. Das Tonbandgerät läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. So schlimm? Geht einfach alles kaputt. Okay. Es geht einfach alles kaputt. Dann ist Zeit. So ein Worst Case habe ich schon mal, dass ich spielen kann. Ja, da habe ich jetzt schon Stress, ne? Dann ist sozusagen schon der erste. Der Pegel ist jetzt neu. Der ist jetzt 9. Pegel ist 9. Unbedingt 9. Klar, das ist Pegel 9. Oh, hallo. Das ist Pegel 9,4 sogar. Ich mache hier Kontaktspray rein. Nach ganz fest kommt ganz gut da. In der Hoffnung, dass das Ding dann irgendwann funktioniert. Seid alle
so schrecklich. Ja, der will nicht mehr hier. Doch, da kommt was. So typisch irgendwie. Wir kriegen es vielleicht hin. Wir kriegen es vielleicht hin. Vielleicht hat ja auch noch jemand eine Idee, wie man sowas... Silvia, das ist Baujahr 1970. Wie soll dieser junge Mann eine Idee haben, wie dieses Gerät funktioniert? Das ist analog, das ist nicht digital. Du bist wahrscheinlich so. Ich glaube gerade, ob das gewollt ist. Wir sind ja schon froh, dass überhaupt Ton rauskommt. Es ist auch noch sehr fraglich, ob das immer passiert. Die schicken dich gleich wieder nach Hause, wenn du hier weiter so kokettierst mit deinem. Ich muss erst mal ein bisschen warm spielen. Nein, das ist ganz menschlich. Ich kann auch nicht aus dem Stand. Ich muss mich auch warm machen vorher. Das geht nicht so einfach, Silvia. Nicht sonderlich schlimm. Ich habe dann eine Variante. Ich muss das Thomann-Gerät dann selber bedienen. Aber ist dann natürlich immer ein Moment der Aufmerksamkeit, dem ich der Technik gebe, anstatt dem Stück. Und das ist für den Rhythmus nicht dienlich. Hast du das jetzt hinbekommen? Keine Ahnung. Obere Reihe. Wissen Sie, wir haben jetzt eine junge Sopranistin, eine Oper, Mezzosopran. Ich habe ja schon eine Menge Stimmen gehört, aber das ist wirklich anrührend. Ich fühle mich von dieser Frau zutiefst angerührt. Beinahe ein Mädchen noch, Mitte 20. Ich selbst bin 45. Im August werde ich 46. Bei den Orchesterfeen. Eine herrliche Frau, beflügelt. Also jetzt Beispiel. Oper jetzt. Sopran, als es geht, was es zum Kontrabass aufdenken lässt, menschlich. Wäre dann dieser Sopran, Mezzosopran, genau jener Gegenpol von dem aus, oder besser zu dem hin, oder quasi ganz unwiderstehlich gewissermaßen vereint. Der Bass, den musikalischen Funke, schlägt von Pol zu Pol, von Bass zu Sopran, von Mezzo hinauf zu die allegorische Leiche, göttlich hoch da droben, ewigkeitsnah, kosmisch, sexuell, erotisch, unendlich, ach, gleichsam auch doch, ein Wunder der Spannung von dem Drehpol, das vom Sockel des Erdnahen Kontrabass ist archaisch. Kontrabass ist archaisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. So, ich bin jetzt eigentlich ganz guter Dinge, dass das Ding 100 Minuten durchhält. Jetzt machen wir nachher. Ich muss mich jetzt nicht drum kümmern. Ich muss mal nachher machen. Fahre ich erstmal das
hier nachher mal irgendjemand, oder wir sagen das jetzt dem Techniker. Ich habe denen jetzt erstmal gesagt, sie sollen den komischen Sägemehl da wegmachen. Gut, dann fahren wir das jetzt. Wir schieben das Ding da ran. Ja. Guten Abend. Hallo. Hallo. So, jetzt wahrscheinlich. Ups, ist die Bremse noch angezogen. Oh nee, sowas ist immer echt scheiße. Wir sind nicht mehr angelassen auf der Anhängerkupplung. Habt ihr, hat irgendjemand von euch sowas mit dem Hänger zu Hause, dass ihr mal gucken könnt, weil Klaus kann sich da gerade nicht drum kümmern? Können wir gucken. Ob vielleicht, also nimm dann, aber, ich will nur eine Taschenlampe. Wo steht eine Taschenlampe. Ich gehe mit euch runter und zeige euch das. Vielleicht haben die ja jetzt die, wie heißt das, magischen Hände. Magische Hände. Wir müssen nämlich morgen noch an einen anderen Ort fahren. Mit zwei Stücken. Mach mal 80, bitte. Ja, du darfst ruhig haben, finde ich, ne? Also es gibt ein Resultat. Hör mal eben auf, da kann ich nicht gegen ansprechen. Der war zu. So, genau, der war zu und er meinte, er hat dann da sich drunter gehebelt und gute Taschenlampe gehabt und hat das Ding nochmal ganz aufgebogen. Das ist eben vorher nicht passiert und dadurch konnte er wieder rauf. Und sagt aber, das Ding hängt auf der letzten Rille, wir sollen mal doch nochmal gucken, ob man jetzt eben halt diesen Schuh ob wir da nicht mal was erneuern. Sonst würde der sich ja auch nicht so komisch benehmen, würde ich sagen. Ach, guck mal, der da. Kannst du es noch nicht? Nein, ich kann es noch nicht. Musst du noch üben. Ich muss die Stimme warm machen, weil ich... Es ist ja wohl schön. Macht sich ja gar nicht mehr aufgeregt. Ich habe noch Verstopfen. Ja, der Kommandant hat aufregen. Oh. Ja, ich habe da so welche. Heimspiel. Achso, ja. Ja. Verwandte sind das Schlimmste. Verwandte sind immer das Schlimmste. Verwandte im Publikum, das ist... Mir einmal ist die Hölle. Einmal ist mir passiert, ich spiele in Würselen. Ne? Ihr kennt ja diesen Mann, der aus Würselen ist. Herr Schulz. Ja. Heute. Der ist heute zurückgetreten. Herr Schulz. Kennen Sie nicht. Ist egal. Ja, der ist egal. War damals Bürgermeister in Würselen. Ne? Aber darum geht es ja gar nicht. Aber im Rathaus haben wir gespielt. Habe ich gespielt. Und ich spiele so für mich hin. Ne? Und es wird, du kennst es ja nicht, irgendwann mache ich den Kühlschrank auf. Ne? Dann geht eine Lampe an. Ist alles hell im Publikum. Ja, da sitzen meine Eltern da. Ich bin fast vom Sockel, ich bin vom Kühlschrank runtergefallen. Das ist echt ätzend, wenn die sich nicht anmelden. Ich habe mich dermaßen verjagt, grinst. Ne? Die haben sich extra dahin... Ah, nee, das wussten die gar nicht, oder? Nein, Grins und ich denke, Scheibe, Kleister. Das ist echt fies, ey. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Ja, also, schlimmste Eltern sind ganz. Und das war auch noch ganz am Anfang, also in den ersten Jahren. Ja, ja, klar. Das Aufregendste war es eigentlich davor. Da waren wir im Urlaub zusammen in den Cevennen mit dem Regisseur, was ist Rainer Brinkmann. Und Rainer machte unten immer Übungen auf den warmen Steinen am Altier. Und das Aufregendste war, glaube ich, mein Bruder, der diesen ganzen Text lernen musste. Und er wusste ja nicht, ob er das schafft. Das war für mich das Aufregendste.
Nachher war es nicht so aufregend, weil die Vorstellung, die klappte, die Show war gut. Es funktionierte alles. Und da hat der Klaus im Urlaub Text gelernt? Der hat auch im Urlaub Text gelernt, ja. Okay. Wir haben uns natürlich gesetzt mit unserem Quatsch und Vierseiter, weil wir zu der Zeit die besseren Komponisten gehabt haben. Natürlich hat es gewählt, die Dreiseiter, können Sie sich vorstellen. 1832 haben Sie Paris zum Konzertierung und an der Oper noch die Dreiseiter gehabt. 1832 bekannt die Goethe gestorben. Aber der Cherubini wird aufgeräumt. Logisch, die Cherubini, ein Italiener zwar, aber musikalisch ganz mitteleuropäisch ausgerichtet. Und der hat durchgegriffen, da könnt ihr euch vorstellen, was da los war. Ein Schrei der Empörung, die mit einer französischen Kontrabassisten, also die Germanophile Italiener, der die Dreiseiter weggenommen hat. Der Franzose, er plötzlich erkannt, kommt irgendwo eine revolutionäre Stimmung auf, ist der Franzose ja dabei. Das war im 18. Jahrhundert so, im 19. Jahrhundert bis zum heutigen Tag. Ich war Anfang Mai in Paris, da hat gestreikt die U-Bahn, die Müllabfuhr. Dreimal am Tag haben sie den Strom abgestellt und demonstriert. 15.000 Franzosen. Sie können sich vorstellen, wie der Schlaf ist, aber keine Ahnung. Wenn sie nicht demoliert hätten, schlau können sie50. Du bist bereit. Black, Licht an, dann komme ich. Okay, ich sage ihm wohl Bescheid. Black.
Den Atem anhält, die drei Reimtöchter schon wie angenagelt hinter einem geschlossenen Vorhang stehen, da hinein, aus der letzten Reihe des Orchesters. Von daher, wo die Kontrabässe stehen, der Schrei eines liebenden Herzens. Höchstes Glück, die Welt versinkt unter uns.
Geh jetzt in die Oper und schrei. Du könntest ja morgen in der Zeitung nachlesen. Auf Wiedersehen. Ja, ich dachte, wir laut genug gewesen. Ja, ich habe zweimal versucht, dir Bescheid zu geben. Ja, ich habe dann neben dir gestanden gefangen und habe gedacht, hier vorne ist es sehr laut. Vorne ist es laut? Hier war es laut, aber unter der Balustrade haben die Leute dich nicht gehört. Aha. Und ich vermute, es liegt einfach an dem Raum. Das kann sein. Also jetzt habe ich nämlich lange Zeit mit Leuten da geredet. Ich so, du musst doch lauter reden, das musst du irgendwas sagen. Du musst halt ein Mikrofon kriegen und so. Ich habe dann aber so gesagt, wissen Sie was? Hat schon alle Räume gespielt und so. Und ich habe mehrmals versucht, da vorne hinzugehen und zu sagen, ihm irgendwie zu sagen, dass er lauter soll. Und dann habe ich gemerkt, er ist total laut. Er kann nicht 100 Minuten schreien. Ja, ja. Und ja, das ist alles so ein bisschen... Ganz schwierig. Meine Güte, war das schwierig. Lecco mio. Erstmal, danke. Aber ich war auch natürlich zu aufgeregt am Anfang. Ich habe den Anfang voll versemmelt vom Rhythmus her. Ja. Hat mir nicht gut gefallen, aber... Komm jetzt mal einfach mit raus und dann reden wir mal mit diesen Leuten. Falls die noch da sind, dann kann man mal mit denen schnacken irgendwie. Das ist sehr schade, weil hinten kam wirklich sehr wenig an. Jetzt hoffen wir mal, dass es nicht vorne auch noch so war. So, jetzt mal gucken. Die sind jetzt wahrscheinlich alle weg. Aber ich will dir den mal vorstellen. Du musst das nochmal gucken, ob er nichts verstanden hat. Ja, man kann da nichts verstehen. Du hast auch noch hinten mit seinem Zimmer. Nein, ich habe noch versucht, Klaus Bescheid zu geben, dass er lauter war. Ich war vorne tierisch leid. Ne? Ja, ich habe hier an der Seite neben ihm gestanden. Die hat so eine Zwischendecke und die hat den eigenen Schall von den Leuten. Hört auf, akustisch hört der Saal hinten auf. Das ist ein umgekehrter Schalltrichter da hinten. Ja, das ist echt gemein. Genau, gehen wir erstmal da drüber. Hat Tage länger. Ihr habt auch nicht gehört, wahrscheinlich. Nein, ne? Ich habe gar nichts gehört. Nein, das ist Scheiße. Und wie hast du dich denn gehört? Ich war total laut. Ich bin während der Aufnahme seitlich hingegangen. Ich kann ihm nicht sagen, lauter. Er war schon ganz laut. Und ich habe laut, sehr laut. Der Raum ist so scheiße. Er hat geredet. Und für mich war es okay, weil ich meine, wenn diese Decke nicht gewesen wäre, ich würde durchkommen. Das habe ich nicht. Wir haben das jetzt schon 4-5 Mal gesehen, unverstärkt. Und es war immer Hammer. Es war so viel. Nicht wirklich an diesem Raum. Das hat überhaupt keine fies. Kraft. Es ist echt gemein, ja. Moin. Hallo. Wir haben Kollegen, haben also hier unsere Freunde. Das ist unser Bürgermeister. Ach so. Ihr habt nichts verstanden, ne? Wir haben nichts verstanden. Tut mir sehr leid. Nee, du kannst nichts verstanden. Ja. Nein, ich habe es nicht. Das ist unsere Fehler, weil... Ich habe das auf der Bühne gespürt. Ich habe es auf der Bühne gespürt, aber ich habe es nicht in dem Zusammenhang mit... Ich hätte nicht viel mehr machen können. Wir wissen jetzt, worum es ging. Also wenn noch Fragen sind, ich kann das auch noch beantworten. Genau, es ging um Kontrabass. Ne? Um den Kontrabass. Nein, ich habe gesagt, die drei beim nächsten Mal komme ich dann und setze mich vorne hin. Jetzt setzen Sie sich mal vorne hin. Weil dann hast du gesagt, das gibt kein nächstes Mal. Nee, das ist die vorletzte Aufgabe. Ja, ich gedacht, die drei Chinesen mit dem Kontrabass. Ja, das ne? auch. Ja. Ganz offensichtlich. Nein, Aber du wusstest doch, die Musik. Ja, nein, du kriegst Bezüge oder sowas. Ich leite die Musikschule noch als Minijobber. Ein paar Stündchen und ich mache ganz viel Musik. Es lag auch daran, dass wir die Entstehungsphase miterlebt haben. Mhm. Also Klaus hat bei uns seinen Text gelernt, hat bei uns gewohnt. Mhm. Und hat jeden Tag ausgedehnte Spaziergänge gemacht. Habe ich ja eben schon erzählt. Er kam durchgeschwitzt oder nass nach Hause. Das war ihm alles egal. Hauptsache er hatte seinen Text in einer Woche drauf. Und dann bringt man die Einstudierung. Und das haben wir so mitverfolgt. Und damals waren wir auch in der Kulturszene tätig. Das heißt, wir hatten auch die Möglichkeit, ihn zu verpflichten, einzuladen. Und haben ihn deswegen auch oft gesehen. War nicht der erste Auftritt im Schloss? Weiß ich jetzt gar nicht. Weiß ich auch nicht. Aber vorher irgendwie. Aber ziemlich im Anfang. Seit 30 Jahren gesehen. Und wen habt ihr als erstes kennengelernt? Klaus oder Silvia? Klaus. Ich habe früher mit Klaus Musik gemacht in Berlin. Hab mir eine
ein erfolgreiches Free Jazz Trio, obwohl der Kontrabassist ja Free Jazz hasst. Und ja, und dann kam er so langsam, rutschte er in die Theaterszene über seine Geliebten. Ich nehme mal den Plural frecherweise. Und ist da auch hängen geblieben. Fand ich total klasse, weil auch die Möglichkeit mit unserer Art Musik Geld zu verdienen ziemlich beschränkt war. Mhm. Und dass er dann trotzdem im kreativen Bereich weiter tätig sein konnte und mit Silvia auch einen super Weg gefunden hat, vor allem mit dem Kindertheater. Also ich finde fast jedes Theaterstück für Kinder noch aufregender als im Kontrabass mittlerweile. Ich überlege, warum man gerade jetzt aufhört. 717. Aufführung. Ja, ist das nicht sogar eine Primzahl? Müsste man mal rausfinden. Ja. Dann hätte das wenigstens etwas. Ja, das hätte man auch, so fit wie der Kerl ist, man könnte noch die Tausendste schaffen. Aber was mich sehr freut, das Tonbandgerät hat durchgehalten. Alles hat gespielt, so wie es sein sollte. Und das freut mich da wirklich sehr. Gut. Ich habe jetzt ein bisschen Bauchschmerzen. Das habe ich ganz oft irgendwie so nach so einem langen Tag. Blähung. Aber sonst gut. Okay. Klar. Gut, mir geht es eigentlich auch gut. Ich bin jetzt müde, erschöpft. Und ich habe eine schöne neue Aufgabe für morgen. Da freue ich mich drauf. Ich habe heute so viel versemmelt, dass ich morgen ganz viel gut machen kann. Ja? Ja. Okay, du hast eben gesagt, dass du nicht zufrieden warst mit dem Moment, in dem du auf die Bühne gegangen bist. Ja, mit der ersten Viertelstunde war ich eigentlich gar nicht zufrieden. Was ist da passiert? Ich war zu aufgeregt. Ich hatte kein gutes Standing im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das, was ich meinte. Solche Bühnen sind echt. Ich war nicht geerdet in dem Sinne, wie ich es gewohnt war. Mit beiden Beinen da zu stehen, habe ich mich so hingestellt, aber dann merke ich, ich kipp nach vorne. Das heißt, ich musste mein Lot neu sortieren die ganze Zeit. Und ich hatte richtig Schiss, am Anfang auf den Stuhl zu steigen. Und da habe ich großen Angst vor gehabt, weil ich das gesehen habe, als beim Einleuchten, wie dieser Stuhl gewackelt hat. Ja, und da habe ich gar nicht drüber gesprochen, weil ich dachte nur, hoffentlich verunfallt der heute nicht in der Aufführung. Von hinten sah das alles total souverän aus, weil man zum Glück das ganze Gewackel und Gezitter und so da hinten. Aber sehr interessant, weil ich habe nämlich Maximilian schon mal erzählt, dass eine von den Hürden war, früher mal, geerdet auf dem Fußboden zu stehen. Das ist ja, ohne das ist es ja gar nicht möglich zu spielen. Und das war heute anfänglich für mich eine große Schwierigkeit. Ich konnte mich anfänglich nicht reinlegen. Ich konnte mich erst in die zweite Hälfte richtig reinlegen ins Stück. Moin! Moin! Moin Silvia, moin Maxi. Es geht los. Wir sind noch in Dienstlaken. Wir fahren jetzt 232 Kilometer bis nach Sulingen. Sulingen ist im Landkreis Diepholz. Das kennt keiner. Südlich von Bremen. Das kennt keiner, da komme ich hin. Ach, du kennst das? Ja, ich bin da geboren. Also, Silvia ist da geboren. Ja, genau. Das kennt eine. Landkreis Diepholz liegt genau zwischen Osnabrück und Bremen. Da fahren wir jetzt hin. Und da spielen wir zwei Stücke. Und jetzt geht's los. Zack, zack. Das weiß ich nicht. Wir sind im Zeitfenster. Natürlich. Ja, seit jetzt sind wir im Zeitfenster. 11.30 Uhr. Ist das diese Freistadt? Freistadt? Freistadt. Ja, Polizentrum. Wo diese furchtbare Erziehungsanstalt war. Ja, keine Ahnung. Sagt mir nichts. Nee, kenne ich nicht. Ja, kommt mir auch so jetzt bekannt vor, aber wahrscheinlich hätte ich da mal von gehört. Man hört ja auch mal von so scheiß Einrichtungen, Betel oder sowas, da haben wir immer von gehört. Wie, aber das sieht wirklich furchtbar aus, Freistand, das ist das wahrscheinlich.
dass recherchiert wird, ob das das Freistaat ist. Das ist ein Internat gewesen, oder was? Ja. Und wie mit Missbrauch und solchen Geschichten, oder wie? Da steht auch nicht draußen dran. Deutsche Missbrauch. In dieser Einrichtung Qualitätsmissbrauch. Ich recherchiere das nachher mal, ob das hier stattgefunden hat. Oh Gott. Mann, Mann, Mann. Nur noch 10 Kilometer. Wir schaffen das locker in der Zeit. Wir schaffen das locker in der Zeit. Es ist genau ausgerechnet. Jeder LKW eingeplant, den wir überholen mussten. Guck mal, da steht jetzt 11.29. Wir schaffen jetzt 11.29. Zwischendurch waren wir schon mal bei 11.34, was an einem, wie sagt man das, einem Weltuntergang nahe kommt, wenn wir so viel später sind. Weil Klaus ja gesagt hat, zwischen 11 und 11.30. Das heißt, 11.30 ist quasi schon fast zu spät. Die Türen wieder zu. Aber ich sehe schon, es kann freihändig fahren, es geht ganz gut. Es kommen schon wieder Hindernisse davor. Oh, Schranke? Nein. Headlade auch? Doch, Schranke. Hoffentlich geht die nicht zu, dann haben wir gelitten. Dann geht gar nichts mehr. Da kommt die Nordwestbahn hier vorbei. Nein, wie muss ich drücken? No oder so. Wir schaffen das, Klaus. Fahr langsam, sonst fällt der Hänger ab. Ja. Wir sind im Schnitt, aber weißt du, was gleich passiert? Nee, ich will es nicht beschreiben. Wir eiern um den Spielort rum und finden keinen Parkplatz. Und dann ist doch 31. Das wäre fies. Heute ist alles sehr gedrängt. Und um dann fürs Spielen um 15 Uhr wirklich mal wieder runterzukommen und sicher zu sein, dass alle Aggregate laufen und dass die Kamera funktioniert, also die Kamera auf der Bühne dann da, und dass das Licht richtig verstöpselt ist und so weiter. Dafür brauchen wir einfach Zeit. Und das ist so komisch, selbst wenn wir dann nur 5 oder 10 Minuten zu spät kommen, haben wir das Gefühl, dass wir die ganze Zeit hetzen müssen. Aber jetzt sind wir ja 3 Minuten fast zu früh. Klaus, jetzt wird nicht mehr getankt. Das rum jetzt. Ja, ich glaube, wir sind da. In der Kornbrennerei. Ist das hier? Irgendwo muss das hier sein. Del Sul? Bürgerhaus. Bürgerhaus, da hinten Parkplatz. Ja, man weiß ja nicht, wo... Heute ab 12 Uhr, Frikadelle. Wir gehen Frikadelle essen. Ja. Ich weiß nicht, Klaus, hier steht dein Plakat dran und gar nichts. Ich glaube, das ist noch ein weiter. Ja, wir werden sehen. Ja. Da sind Leute drin, aber ich finde keine Tür. Ja, aber irgendwo muss das ja wohl rein. Da ist sie. Ja, dann klopf doch mal. Klopfen Sie bitte. Der Wahl. Wie muss man noch hier reinkommen? Ja, sie hat doch auch gerade. Ja, mach da, geht's da rein. Ja, wir machen aber Spaß. Hallo, wir laufen im Haus. Hallo? Hi. Irgendwo muss eine Tür sein. Ja, wir haben das ist immer das Problem. Ich überlege, ob ich mal Fotos mache. Und dann einfach mal schauen. So, einmal jetzt um die Ecke. Ja. So. Habt ihr schon im Hotel eingeschickt? Nee, oder? wir kommen gerade aus Dienstlaken. Wir haben gestern Abend da gespielt. Ne? Ah, okay. Wir haben eben immer so, hoffentlich schaffen wir es rechtzeitig. Ja. Es ist heute alles ganz schön gedrängt mit 2 Stücken. Das stimmt schon. Ja. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Also ganz entspannt. Es ist schön hier. Es ist schön hier. Ja. Wir haben leider das Problem, dieses Kinderstück ist wirklich mit 20. Also ich konnte nicht mehr begeistern. Es ist
Tut mir in der Seele weh. Ich hoffe, vielleicht kommen noch spontan heute welche. Kalt genug ist es ja. Spontaneros, sagen wir. Genau. Aber ja. Und heute Abend sind wir dann mit 100. Also von auch daher. Ja. Darum ja. brauchen wir die vielen Stühle. Und ich habe noch ja, ja, welche ja. zur Sicherheit deponiert. Wir hoffen, damit wir kommen, entsprechend ne? das ja. Ja, aber gut, die Stühle sind mir viel zu sicher heute Abend. Ja. Bloß ich wusste nicht, wie ich es am besten machen kann. Ich habe gedacht, ich baue jetzt doch ein paar mehr auf, sonst hätte ich heute Nachmittag irgendwie noch alles gemacht. Okay, ne? So. Okay. Müssen wir denn mit dem Auto anfahren? So, dann gucke ich mit den Lampen. Dann fahre ich jetzt am besten mit meinem Auto vielleicht weg. Also Jü. Ist ja noch alles drin. Das ist ganz interessant, den auf der Tour jetzt mal diesen Unterschied zu sehen, dass es uns ganz oft so geht, dass die Räume sind jetzt hier natürlich nicht richtig Theater, aber es ist so oft so, dass die privaten Kulturvereine, das sind so nette Menschen, die freuen sich so, wenn man kommt. Und das, ja, das macht Spaß, für solche Leute dann zu spielen. Ups. Ich zeig dir auch diese, weil das ist die einzige, die während des Transportes immer mit dabei ist. Das Badezimmer und das Hauptzimmer, die werden ausgelagert. Die sind nämlich sonst hinterher kaputt nach der Fahrt. Genau. Naja, das sehen wir dann nachher alles in der Aufführung. Hier übrigens, der Kollege ist Fan von Johnny Depp und hat Sammelbilder gesammelt. Und dennoch von seinen Eltern ein Porträt auf dem über dem Bett hängen. Und hier unten, das ist sein kleiner Freund Willi. Der da. Siehst du so gar nicht. Das kenne ich nicht. Ich habe mich nämlich schon mal gewundert, wo die Bestuhlung bleibt. Wenn die Pflanze ist, dann ist ja ein Ja, ist alles weg. Nee, ist alles komplett oben und dann wird das Stück für Stück, je nachdem, auf welcher Ebene wir die Stühle brauchen, eine größere Hemmschwelle da reinzubringen. Show. Und dann? Wir sagen, dann sage ich einfach, das ist jetzt alles noch der Einlass. Ne? Das ist wichtig. Und ja, ja. Denken, das geht los. Ist ja noch nicht an. Und wir denken, das geht irgendwie los. Aber es ist noch Einlass. Ja. Wir bereiten uns noch vor. Ja, genau. Und wenn Ariane die Tür zumacht und genau. das Licht ausmacht, dann fangen wir an. Genau. Wir bereiten uns noch vor, bis alle da sind oder irgendwie sowas sagt man dann halt einfach. Ne? Mhm. Weil sonst ist es komisch, wir können ja nicht reinkommen und keiner weiß, haben sie angefangen oder haben sie nicht angefangen. Ja. Ja, genau. Ganz genau. Okay. Ja, okay. Machen wir das so. Das war mir nicht so klar, dass der nee, alle schon in den Raum. Mir auch nicht. Hat Ariane auch nicht gewusst. Ja, dem pam 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 pam. Wir müssen es ein bisschen schneller machen, glaube ich. Kann das sein? Nicht viel schneller. Ich kann noch nicht so schnell singen. Leben ist groß und du bist klein. Du musst auch gar nicht größer sein. Wie du bist, ist gut. Verlier nur nie den Mut. Deswegen nicht, dass die ohne uns anfangen. Das ist immer so blöd, wenn man den Anfang verpasst.
keine Angst, ich spiele und ich bin noch nicht auf der Bühne. Ihr verpasst nichts. Ganz ruhig. Okay, sagt sie von niemandem. Das finde ich gut, wenn man vorher noch so. Gut, ich muss meine Hose richtig hochziehen. Ist immer so doof, wenn diese Runden auf halb acht gehen. So. Ich moderiere das. Ich will noch etwas sagen. Ja, klar. Ja, ich moderiere das Ganze jetzt, weil wir wirklich noch warten, bis vielleicht so ein paar zu spät kommen. Und wir machen halt du deine Bassgeschichte und ich muss ja meine Klorolle da noch wickeln. Mhm. Alles klar. Gut. Yeah. Spaß, Spannung, yeah. Lust, mit Schmack ist durch. Yeah. Wo ist er? Thomas-Dick. Thomas-Dick? Keine Ahnung, komm. Oh Mann, der ist schon wieder weg. Oh nee. Komm, wie kommt er? Ariane, es ist keine Eile. Wir gehen auf die Bühne und machen jetzt quasi den Einlass. Ne? Die Leute sollen ganz normal... Alles fertig. Wir brauchen noch ein bisschen da. Zwei, drei Minuten. City und Indien und in Indien waren wir auch schon. In Amerika und in der Ukraine, wir waren ganz viel. Ja, aber meistens. Also, auch studiert, ne? Also, nein, eigentlich nicht. Nein, wir sind Quereinsteiger, aber wir machen es seit 30 Jahren. Wir machen das schon sehr lange. Ja, also man lernt beim Tun ganz viel. Man muss nicht unbedingt eine schauspielerische Ausbildung haben, weil vieles lernt man nicht, was wir machen für das Kindertheater, lernt man nicht in den Ausbildungsstätten, schon gar nicht an den Schauspielschulen. Genau. Da wird eine ganz andere Lehre gemacht, als das, wie wir Theatermittel einsetzen. Das ist toll. Ich schreibe jetzt mal in. Oh, der geht gar nicht richtig. Sehe ich das richtig? Doch, ich krieg's hin. Guck mal, das ist ein Haus für mich. Ich heiße Silvia und für Daumestick. Ich kann aber für Daumestick. Ich bin der Klaus, das kann man kaum lesen, aber das kannst du dir merken, dass das Klaus heißt. Ne? Du möchtest auch? Oh, dein Herz. So, bitteschön. Du möchtest auch noch? Der hat mein Bruder ein bisschen rausgeschlagen. Da hat dein Bruder was drauf gemacht? Macht nichts, oder? Da hat dein Bruder was draufgeschrieben. Mein Bruder. Deiner. Mein Bruder hat da geschrieben. Ja, das ist aber mein Mann, weißt du? Danke fürs Kommen. Ja. Oh, das war schön. Das ist schön, dass das war. Ah, das ist stimmt. Prima. Tschüss. Hier sind wir jetzt mal hier. Wir hatten ja auch viel Spaß. Nee, also er hat immer was. Ja.
danke ich dir sehr für den Schreiber. Dankeschön. Geht ihr gleich noch zum Karneval? Gehst du noch zum Karneval? Spider-Man? Gehst du noch zum Karneval? Zum Fasching? Ja. Darf ich deine Muskeln nochmal anfassen? Warum denn nicht? Oh, einmal kurz, bitte, Spider-Man. Oh, Manu, Spider-Man, ich komme her. Ja, bis man das so weit hat, das ist viel Arbeit, ne? Das ist zu begeistern, ne? Ja, Kinder sind aber auch ehrlicher. Also wenn wir Scheiße abliefern, sage ich jetzt mal zu Deutsch gesagt, dann haben wir keine Chance. Also wir machen das eben wirklich schon lange. Und früher haben wir wirklich einfach manchmal Angst vor den Kindern gehabt. Weil Kinder, ja, aber, hey, du musst dir mal vorstellen, 150, 200 Kinder vielleicht, ne? In einem Raum. Und wenn da dann manchmal richtig irgendwie jemand dazwischen ist, der gerade schlechte Laune hat, wir spielen ja auch für Größere manchmal, die muss man echt richtig, da muss man die ins Einzelgenau stellen. Das gibt's auch. Ja, danke für euren Besuch. Alles Gute, ne? Tschüss. 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 Oh Mann. Tschüss. 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 Ciao. Was man doch mit einem Kostüm eine Aufmerksamkeit kriegt. Das ist wunderbar. Toll. Ich mach mal eben die Lampen aus und dann ziehen wir uns um. Super. War süß. War total süß gemacht. Ja. So, aber ich sag mal so, die da waren begeistert. Ja. Die sprechen sich gut rum. Ja, die waren begeistert. Das ist mir, die waren begeistert. Und das ist für mich das Wichtigste. Ja, ja, genau. Aber es war auch eine sehr schöne Vorstellung. Und hier drin, immer, wir können so dynamisch leise sein. Das kann man so. Ich freue mich sehr auf heute Abend. Die waren jetzt wirklich sehr, die Akustik, das ich freue mich sehr auf heute Abend, weil das alles so. Ja, ich denke, das ist, weil hier ist eine andere Atmosphäre. Hier ist es wirklich schön. Sieht auch jetzt schön aus. Ja, wie das da. So, gut. So, ziehen wir uns um. Ich wollte gerade sagen, das ist oft so, dass wenn es eine kleine intime Aufführung ist, dass hinterher ganz viel mit den Menschen noch Kontakt ist. Das finde ich toll. Ne? Also wenn ganz viele drin sind, dann sagen die hinterher vielleicht nochmal kurz irgendwie, war toll oder so und reden kurz mit uns, aber so viel inhaltlich noch mit einzelnen Leuten zu sprechen und so, das finde ich, das ist auch so ein bisschen das Privileg von diesen familiären Aufführungen. Das ist echt schön. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Wir haben dieses Teil auf den Stecker gestellt und der ist vollkommen verbogen und verzogen. Jetzt brauche ich eine Brille. Und muss das wieder gerade biegen, in der Hoffnung, dass es geht. Oh, 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 oh. Scheißenkram. Schwer, schwer, schwer. Na, nun muss ich Brille holen. Wo ist eine Brille? Silvia hat eine Brille. Unterbrechung von Aufbau, Schweißausbruch. Silvia, brauchst du deine Brille? Weil der schöne Stecker vom Revox, dieser 10-polige, da habe ich eben wohl aus Versehen den Kühlschrank draufgestellt und jetzt ist er zerbröselt quasi und jetzt muss ich ihn versuchen zu retten. Okay, naja, wäre ja auch schade, wenn es ganz ohne Probleme liegt. Ja, ja, es wäre ja schade, wenn es so einfach ginge.
Jetzt hole ich mir mal einen Stuhl, dass ich es mir gemütlich mache dabei. Sonst wäre ich eventuell nervös. Dann geht gar nichts. Da geht auch gar nichts, weil... Es geht auch gar nicht, weil einer ist schon rausgebrochen. Jetzt weiß ich nicht, ob er unbedingt notwendig ist. Das müssen wir mal sehen. Bricht auch der andere raus. Es ist unwiderruflich kaputt. Doch. Unwiderruflich kaputt. Ich muss eine Worst-Case-Fasson spielen heute. Doch. Wenn ich sie wieder gerade biege, brechen sie einfach ab. Ich glaube, das kann ich alles nicht mehr. Jetzt gehst du mir ins Licht, Silvia. Ja, ich will dieses Glas retten, dass das nicht auch noch immer einmal geht. Nee, das sieht nicht gut aus. Jetzt müssen wir mal den Ersatzding nehmen. Hier dran. Nee, ne? Doch, da ist er. Und dann fahren wir den per Hand, Gut, ist kein Beinbruch, ich muss da nur ein bisschen tricksen. Ja, also heute allerletzte Vorstellung. Ja, eben. Danach ist Feierabendschicht, Schulz aus. Schicht, ne? Ja. Ja, ich denke, es ist geht nicht mehr. Es ist unglaublich. Mehr, ja. Aber ich finde es so toll, dass ich das geschafft habe vom Termin her. In die 717. Hallo. Die 717. Ich bin ja dein Waisenknabe dagegen mit ungefähr 350. Aber es ist auch Wahnsinn. Aber der Siefer hat, glaube ich, noch mehr. Ja, der hat mehr. Der hat ja ein eigenes Haus, der spielt immer zu Hause. Der muss ja nichts machen. Aber der will auch nicht mehr. Wir wollten uns den Siefer anschauen. Der hat immer Köln. Und jetzt macht er Schluss. Da bin ich der Einzige, der noch bleibt. Aber dann geht's neben richtig rund. Dann geht's richtig rund. Hallo. Klaus könnte er jetzt nicht. Zu Klaus könnte er nicht. Nein, der muss aber sehen, den wir nachher. Der muss ich jetzt erstmal vorbereiten. Ja, das ist logisch. Papa! Ja, wir kennen uns ja schon. Wie schön. Mensch, klasse, ihr habt's gefunden. Ja, rein. Einfach hier so rein. Wir haben es geschafft. Ja. Doch eben guten Abend. Das ist lieb, danke schön. Klaus. Hallo Klaus. Ja, du musst da einmal, wa? Toll, toll, ne? Hey Klaus. Ja? Hey. Altes Haus? Ja.
Schön. Daumenstick. Das war fantastisch. Ja? War fantastisch. Ja? Waren viele Kinder hier? Nein, ganz wenig, aber es war wunderschön. Ja. Nein, tolle Vorstellung, ganz, ganz toll. Ja. Und wo sollen wir uns aufhängen? Dann ihr müsst da draußen, da? Ich schmeiße euch gleich wieder auch wieder raus, weil ja, ich finde es mich sehr konzentrierend. Ja, eben, genau. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sehen uns gleich, ich euch nicht, aber ihr mich. Gut, okay, ihr für eure Karten. Hier haben wir die Mitbrüder. Oh, danke schön. Einmal habe ich mich im Renault Kangoo hinten im Kofferraum geschminkt und umgezogen, weil im Musikantenbuckle bei Alfons Ghetto passte gerade nur auf die Bühne der Kühlschrank und der Kontrabass mehr nicht. Und das Damenklo wurde geschlossen, weil davor war die Bühne. Und Umkleidung, Umkleidemöglichkeit gab es nicht. Das ist doch schon relativ verteilt, ne? Hattest du da nicht sogar auch noch eine Eckbank auf der Schule? Stimmt, auch noch eine Eckbank, ja. Das war speziell. Mhm. Moment, gleich. Jetzt. Hören Sie das? Gleich kommt es nochmal. Die gleiche Passage. Einen Moment. Jetzt hören Sie es. Die Bässe meine ich. Die Kontrabässe. Das bin ich. Wir, die Kollegen und ich. Staatsorchester. Mozart, Overtüre, Figaro. Es ist schon beeindruckend, in dem Fall der Arbeit zu sechst. Eine mittelstarke Besetzung. Insgesamt sind wir 8. Manchmal werden wir verstärkt auf 10, auch 12 ist schon vorgekommen. 12 Kontrabässe, das ist stark, sage ich dir. Sehr stark, 12 Kontrabässe, wenn die wollen. Rein theoretisch jetzt, die können sie mit einem ganzen Orchester nicht in Schach halten. Da können die anderen einpacken. Ohne uns geht nichts. Wumm, wumm, wumm. Oft habe ich gesagt, spiel so gerne Theater, weil man vorher so richtig schön abkacken kann. Der Darm wird so richtig mit allem Schinderwasser bumm entleert und vor lauter Aufregung fließt alles raus. Ne? Ich nehme die Aufregung und du machst einfach. Okay. Ja. Cool. Dann müsst ihr wieder zu. Ja, machen wir dazu. Bitte nicht das an, nee, auch aus. Alles aus, bitte. Alles aus. Auch aus. Ist immer noch was an. Kinas. Bitte alle Lichter aus.
Jetzt in die Oper und schreibe. Sie können es ja morgen in der Zeitung nachlesen. Auf Wiedersehen. Nach über 700 Vorstellungen haben wir uns entschlossen, ich mich entschlossen, das Finale zu nehmen nach 29 Jahren. Ihr habt die allerletzte gesehen. Ich bedanke mich bei euch für diese wunderbare, wundervolle Vorstellung, für das tolle Publikum. Vielen, vielen Dank. Ich stehe hier nackig. Ja, da kommen ja jetzt noch ganz viele. Du bist mal ein bisschen da voll öffnen. Oh, es ist traurig. Das ist traurig? Mhm. Die Kuh da war auch so traurig. Und ja, geht ja nicht anders. Was soll ich machen? Oh Gott, das Lied versucht morgen. Bitte dir meine Hände anziehen. Ja. So, jetzt mal. Gratulation. Das ist doch das Richtige. Das ist auch schön.
Ja. Wenn der Kollege noch so da. Dankeschön. Dankeschön. 700 Mal, das ist natürlich eine Leistung. Es ist bewegend, ja. Ja, ja, ja. Weil wenn er so spielt, das ist sonst immer viel. Also, das war heute so traurig. Naja. Weil keine Schminke mehr da ist. Ja. Weil keine Schminke mehr ist so, ich kann's da. Da muss man immer aufpassen. Es ist alle. Es ist wirklich alle. Ich weiß ja gar nicht, wo ich das kaufen soll. Das ist ein bisschen. Ich kann noch was davor. Noch ist alles in Ordnung. Ja. Okay. Toll, toll, toll. Ebenso. 29 Jahre. Wahnsinn. Das Ende ist immer der Anfang. Das ist aber auch schön. Ja. Danke, danke. Wir haben dir auch was gebastelt. Ich hab dich immer gehört. Ja, ja, immer. Ich versuche immer, das zu hoch zu halten. Mann, ich habe da so einen Frieranfall gekriegt. Ich zitter am ganzen Körper. Ja, das ist ja auch bewegend. Rein, ne? Aber ich glaube, das ist bei mir so. Das ist bei dir die Emotion. Ja, weil das so alles rausgeht. Genau, das hat Necker gemacht. Ist das toll. Ihr seid so cool. Wir bleiben noch. Das Ende ist erst da. Oh. Necker. Oh, super. So schön. So schön. Dankeschön. Danke, danke, danke. Ja, ab der Hälfte habe ich mich erinnert, dass es die letzte ist. Bis dahin habe ich es nicht gewusst. Und ab der Hälfte ist mir es dann so ein bisschen. Ist mir schwer geworden. Da ist es mir schwer geworden. Wirklich. Da habe ich für Tränen gekämpft. Und. Ja, da war es schwer, aber ja, weil da wurde es auch schwer von meinem Spiel her, ne? Weil ich war, nee, ich dachte. Nein, aber das kann ja Team helfen. Ja. Ja. Ihr könnt da schon hin, Hotel zum Hause, auf der linken Seite 300 Meter in diese Richtung. Ja, nee, da. Das andere ist alles meine Familie. Wir gehen jetzt in die City. Ja. Oh, und jetzt auch nochmal bedanken. Vor 17 Jahren, als meine Frau mich zum ersten Mal besucht hat, habe ich überlegt, ich muss ja irgendwas bieten. Und da waren sie gerade in Hannover. Da habe ich sie halt mit in die Vorstellung genommen und es hat ihr sehr gut gefallen und sie ist bei mir geblieben. Jetzt habe ich die Musterfahrt, dass es die letzte Vorstellung ist und da haben wir entschieden, also erstens müssen wir nochmal herkommen und zweitens, die beiden Jungs sollten das unbedingt nochmal sehen, weil sonst hätten wir es ihnen nur erzählen können und das ist nicht dasselbe. Ja, das kann man nicht, das muss man erleben. Tschüss. Also, packen wir es wieder ein. Das ist ja schade.